Englische Katze ist eine Gesellschaftssatire in Form einer Fabel, wo es um eine Gesellschaft geht, die heuchlerisch ist, die bigott ist, die sich nach außen den Anschein gibt, eine sehr wohltätige Gesellschaft zu sein. Aber dahinter verbirgt sich eben ein extremer Eigennutz und Ähnlichkeiten mit realen Verhältnissen sind durchaus nicht zufällig. In der englischen Katze geht es eigentlich im Zentrum um eine Katze, die vom Land in eine Stadtgesellschaft kommt. Dort soll sie verheiratet werden mit einer alten Katze. Im Laufe des Stückes wird aber klar, in was für eine korrupte und mörderische Gesellschaft sie da rein geraten ist. Man kann entweder denken, sie ist sehr dumm, naiv, oder sie ist durchgeknallt, verrückt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil des Charakters von Minette. Also sie hat ein großes Verantwortungsbewusstsein und tut deswegen Dinge, die sie eigentlich nicht tun möchte, aber denkt, dass sie notwendig sind. Den Zuhörer erwarten musikalisch unheimlich viele Klangfarben, die zum Teil sehr speziell sind, weil das Instrumentarium auch nicht ganz dem entspricht, was wir sonst in der Oper haben. Also es wird beispielsweise nicht ein Vibraphon eingesetzt, sondern ein Bassmetallophon. Das Ganze ist, wenn man sich das gerade im Hinblick mit der Handlung auch kombiniert anguckt, ein großes klangliches Erlebnis. Ich bin so ein bisschen der Außenseiter von dieser ganzen Gesellschaft, bin ein Straßenkater, sehe im Vorbeigehen diese wunderschöne Minette und verliebe mich dann in sie und versuche mich dann über das ganze Stück immer wieder in diese Gesellschaft einzuschleichen, um Minette da irgendwie rauszubekommen, was mir leider nicht gelingt. Es gibt doch zum Beispiel diese Vampirfilme, ja, das sind auch keine Menschen in dem Sinne. Aber so in der Art, glaube ich, muss man es sich zurechtlegen und so spielen wir letztendlich auch. Es hat so ein bisschen was Verkommenes im Bild und auch die Menschen, die da agieren, die haben auch was Verkommenes. Also sie behaupten zwar ständig, sie sind ehrbar, moralisch und so weiter, aber letztendlich ist jeder da nur am Geld interessiert.